about 100 years they've had it. Ja, es ist, dieser Platz ist von 1880, ein alter Trading Post, ja. Ja. Okay. Belongs to Deborah Reinsmith. Okay, wow. So, heute bin ich alleine unterwegs. Ich gehe auf den Kraterrand. Das hier ist innerhalb des Nationalmonuments ein privates Grundstück, wo wir auch übernachtet haben. Und ja, das ist alles sehr originell hier. Und ja, auf geht's. Halbe Meile ungefähr. So, hier ist der schöne kleine Wanderweg auf den Kraterrand hoch. Meine Heidi hat keine Lust auf Krater. Wobei ich habe gelesen, dass dieser Krater das schönste Beispiel von ganz Nordamerika sein soll. Und das wollte ich mir dann doch nicht entgehen lassen, das mal zu sehen. So, jetzt geht das hier recht gemütlich auf den Kraterrand hoch. So, hier sehen wir schon die erste Lava. Dass das hier im Privatbesitz ist und nicht von der vom National Service da gepflegt wird, sieht man daran, dass hier auch so gut wie keine Hinweisschilder sind und Erklärungstafeln und solche Sachen, aber das ist okay. So, das ist hier der Krater. Schon ziemlich beeindruckend, ja, aber natürlich gibt es sowas weltweit an vielen Stellen. Aber trotzdem war es lohnend, hier hinzugehen. Ja, ungefähr vor 10.000 Jahren oder so ähnlich ist der hier ausgebrochen. Und es gibt hier in der Region noch eine ganze Reihe weiterer Vulkane. Ja, interessant. Ja, im Prinzip ist hier überall Lava, Gestein. Ganz angenehm hier zu laufen. Kiefernwälder. Oh, eine schöne Fernsicht. Das ist okay. Aber es ist jetzt hier nicht, ich sag mal, ein Ziel, was man zwingend ansteuern muss. Wir haben das ja eben nur gemacht, weil wir einen kleinen Umweg gefahren sind, so einen Bypass, um nach Albuquerque zu kommen. Insofern war das für uns jetzt kein Umweg. So, hier geht es jetzt zum Ice Cave. Okay, da müssen wir ein bisschen runter hier. Ja, das hier interessant, da unten sind konstante Temperaturen, die das Eis, was da drin ist, gar nicht erst schmelzen lassen, auch nicht während der Sommermonate. Schon interessant, wir sind jetzt hier ja schon ziemlich weit südlich in den USA. Ja, das ist schon interessant, dass wir in diesem Breitengraden eine Höhle vorfinden, wo ein bisschen Sonnenlicht reinkommt, aber nicht viel. Und wo es tatsächlich ewiges Eis gibt. Ja. Deshalb heißt das hier auch Ice Cave. So, ich bin jetzt hier wieder zurück an unserem Ausgangspunkt. Das ist hier eigentlich gar kein Campground. Das ist, wenn man so will, ein alter Tradingpost, der im Privatbesitz heute ist und von dem aus man die Wanderungen hier für 13 Dollar als Senior pro Person machen kann. Gut, das ist im Prinzip das Geld wert und die erlauben einem auch für 20 Dollar sein Wohnmobil hier danach stehen zu lassen, das ist okay.